Hören Sie gern klassische Musik? Nicht unbedingt. Ja, doch. Und zwar habe ich einige Platten daheim. Bach, Beethoven und Vivaldi. Ja, zeitweise, sicher. Zur Abwechslung halt mal. Klassische, ja, nicht insbesondere. Das kommt darauf an, was für Gruppe das ist, also was für ein Stil. Beethoven 9. höre ich mir öfter an bei einem Freund, aber sonst nichts. Ja, doch, ich schon, zum Teil auch, weil es mein Vater gern hört, aber ich höre es selber auch ganz gern. Mit der Mode von gestern kam nicht nur der Rock'n'Roll wieder, sondern auch die sogenannte klassische Musik von vorgestern. Beethovens Freude schöner Götterfunke wurde als Song of Joy ein Hit. Bach und Richard Wagner kamen als Filmkomponisten zu neuen Ehren. Höchste Zeit also herauszufinden, was es mit dem Klassik-Trend auf sich hat und welches Kapital sich daraus schlagen lässt. Eine Münchner Diskothek machte die Probe aufs Exempel. Sie konfrontierte ihr Publikum mit dem Klassikrepertoire des Pianisten Salvatore Salpietro. Zu erhöhten Eintrittspreisen, versteht sich. Ich bin angenehm überrascht, dass man auch in so einer Atmosphäre ein solches Konzert hören kann. Ja, also ich finde, dass das Experiment auf alle Fälle wiederholt werden sollte. Also ich finde es wirklich für einen großen Schmarrn. So ein moderner Lokal, also wo moderne Musik ist, so ein Krampf spielen. Das finde ich für einen Blödsinn, gell, echt wahr. Ich glaube, die Begeisterung allgemein ist groß und ich würde das sofort wiederholen. So viel lässt sich nach diesem Versuch jedenfalls sagen. Eine Mischung aus Bach und Cola, Mozart und Kaugummi, Liszt und Jeans scheint nicht absolut unverträglich zu sein. Klassische Musik ist zum Glück nicht mehr alleine die Sache von feinen und alten Leuten.